Dynamo TV wird präsentiert von Feldschlösschen. Ja, das war hart. Die ersten 20 Minuten habe ich die Mannschaft nicht gesehen und wir waren nicht da, nicht diese Spritze, nicht diese Power und ich denke, das war zu früh nach dem Vorspiel, ich weiß nicht, weil das war nicht dieselbe Mannschaft wie Montag. Wir sind selber schuld heute hier gegen eine klar schlechtere Mannschaft, haben wir hier 2-0 verloren, weil wir in der Anfangsphase einfach kurz geschlafen haben und zwei Dinger selber reingehauen haben und dann laufen wir die ganze Zeit hinterher. Ja, also ich denke, manche waren die ersten 20 Minuten gar nicht da. Beim ersten Eckball haben wir geschlafen, aber da ging vorher ein Freistoß, der kann nie im Leben gepfiffen werden. Und ja, so passiert das erste Tor und das zweite war einfach Kommunikationsfehler und ja. Ja, ich denke, wir sind noch nicht kopflos geworden nach dem 2-0. Wir haben quer gespielt, wir haben in die Spitze gespielt, wir hatten Chancen, Standards waren gefährlich. Das Einzige, was halt das Problem war in der Anfangsphase, die beiden Klopse. Standard und dann das andere Ding, wo unstimmig war da hinten und sowas passiert. Darf eigentlich nicht, aber okay. Wir verlieren als Mannschaft und wir gewinnen, so wie wir letzte Woche das getan haben. Und deswegen müssen wir jetzt den Kopf wieder nach vorne nehmen. Ja, indem wir jetzt uns auf den KSC vorbereiten. Wir haben noch 3 Spiele und ja, sind 9 Punkte zu vergeben. Ja, und die müssen wir holen.